Die neue Verbotsliste ist raus und dabei ist ganz untergegangen, dass wir die Spoiler für das OTS Pack 9 haben. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, wie immer haben wir drei Ultimate Rare, ein paar Super Rare und ein paar Commons. Die Ultimate Rares sind Stratos, Lycoris und Shuzuku, was eigentlich ziemlich cool ist und jetzt ergibt das auch Sinnen. Als die Spoiler rauskamen, war die Verbotsliste noch nicht ganz da, also da kamen die erst, ich glaube, ein paar Stunden später so ungefähr. Und ja, hier sieht man jetzt auch, warum Shizuku hier in Ultimate Rare drin ist. Sky Striker hat keinen Hit abbekommen, das heißt Sky Striker Full Power da. Und naja, dann in Ultimate wäre das natürlich ziemlich nice. Stratos endlich wieder back und jetzt in Ultimate Rare auch nice. Und Trickster, ja, einige mögen das Deck nicht, aber hier Lycoris jetzt in Ultimate Rare. Ziemlich nice auf jeden Fall. Bei den Super Rares haben wir wie immer ein paar coole Reprints drin. Wir haben ja den Dinosaurier, wer natürlich zu Summon Sorceress da ist. Dann haben wir Card Destruction, Super Pooly und Zekka's Light, was ziemlich nice ist. Dann auch hier für Alter Geist noch ein Reprint. Und sonst, ja, der Token, der hätte jetzt nicht sein müssen. Es hätte auch ein anderer Token sein können, aber trotzdem ganz nett eigentlich. Ich fände immer noch den Dandelion-Token süß, aber naja, Dandelion ist verboten, von daher verständlich natürlich. Hier ist der Dracosack-Token, ist ganz okay auch. Ja, eine Karte, die man vielleicht noch in Zukunft mehr sehen wird, gerade durch Harpie oder so, weil Harpie bekommt jetzt ja noch ein neues Set quasi im Januar. Und da ist es dann ganz nett, weil man dort ja auf Dracosack auf jeden Fall gehen kann. Ja, hier bei den Commons eigentlich jetzt nichts besonders krasses. Das einzige Besondere ist, dass wir Imperial Order haben. Imperial Order in Common. Sieht zwar nicht so schick aus, aber macht natürlich den Preis etwas günstiger, was ziemlich cool ist. Und noch eine ganz wichtige Änderung. Verbotener Friedhof heißt nicht mehr Verbotener Friedhof, sondern heißt ja Silent Graveyard. Also ich weiß nicht, ob das wirklich leiser Friedhof heißen soll. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Name dazu ist. Hier auf jeden Fall in Englisch halt geändert. Verbitten nicht mehr, aus einem guten Grund, denn im alten Set, also in Soul Fusion, alt ist es ja nicht ganz. Es kommt jetzt sogar die Special Edition raus. Dort ist halt, ja, eine Karte drin, die der verbotene Karten suchen kann. Und genau zu sein, halt verbotene Karten. Und das wäre verbotener Friedhof halt auch. Und das wollte man halt verhindern. Und deswegen wurde das jetzt hier geändert. Ja, rundum eigentlich ein sehr netter Überblick hier. Wir haben ja noch Thunder Dragon drin halt. Ein bisschen. Also allgemein ein guter Überblick. Wieder ein paar coole Reprints. Natürlich keine Handtrap, was schade ist. Aber die Ultimate Rares sind wie immer ziemlich nice. Und die Reorder Common auch ziemlich nice. Ja, ein kleiner Überblick. Was sagt ihr? Findet ihr die Reprints hier ganz cool drin oder sagt ihr euch, nee, die Karte hätte ich mir gewünscht? Schreibt es mal in die Kommentare, lasst es uns wissen. Und falls ihr uns noch nicht auf Facebook und Instagram folgt, unten in der Infobox sind die Links verlinkt. Folgt uns da einfach mal, da gibt es immer neue Infos, auch zu neuen Produkten, wie die Verteilungen sind oder ähnliche Sachen. Schaut euch, wie gesagt, vorbei, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!